VR-Videos sind eine coole Sache. Man kann wirklich von zu Hause aus in eine virtuelle Realität eintauchen. Letzte Woche habe ich dir in diesem Video schon gezeigt, wie du mit ganz, ganz einfachen Mitteln dir auf YouTube selber VR-Videos anschauen kannst. Diese Woche soll es jetzt darum gehen, wie man VR-Videos erstellt, wie man die selber dreht und wie man die richtig hochlädt, sodass man auf YouTube die auch als 360 Grad und sogar unter Umständen als 3D-Video anschauen kann. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und dieses Video ist in drei Teile aufgeteilt. Du findest die auch nochmal unten in der Timeline markiert. Der erste Teil ist, wie man das YouTube-Video dreht, sodass man später ein VR-Video daraus machen kann. Der zweite Teil ist, wie man das dann bearbeitet, sodass die Einstellungen auch wirklich richtig sind und wie man das dann zu guter Letzt auf YouTube hochlädt. Schauen wir uns jetzt also mal an, wie man diese 360-Grad-Aufnahmen überhaupt macht. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man zwischen verschiedenen Sachen unterscheidet. Denn man braucht für VR nicht ganze 360-Grad-Aufnahmen. Es reicht, wenn man häufig so die Hälfte von der Sachen aufnimmt, also 180 Grad. Dann kann man sich zumindest so in verschiedene Richtungen schwenken und in verschiedene Richtungen gucken. Das Problem ist natürlich, dass wenn man sich dann umdreht, dann ist hinter einem alles schwarz und man sieht nichts. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Leute, die so eine VR-Brille aufhaben, die gucken meistens nicht hinter sich, sondern die meisten Leute wollen eh mehr vor sich hin und her gucken. Das heißt, häufig reicht eine 180-Grad-Kamera da aus. Zudem muss man auch noch unterscheiden zwischen stereoskopisch und monoskopisch. Stereoskopisch bedeutet 3D, also man hat Stereo 2, man hat zwei Augen, mit denen man das Ganze schauen kann. Und dann kann man das später wirklich so machen, dass wenn man so eine VR-Brille aufhat, dass man das Ganze dann auch in 3D sieht. Monoskopisch heißt im Endeffekt einfach wie eine ganz normale Aufnahme, man hat nur eine Aufnahme. Das kann man sich auch mit einer VR-Brille angucken, dann ist das aber alles nicht 3D. Oder aber eben, man schaut sich das einfach nur mit dem Handy an und kann sich dabei drehen. 180 Grad hat allerdings auch einen Vorteil, und zwar kann sich jemand hinter der Kamera verstecken, kann man einen Kameramann haben und so weiter. Bei einer wirklichen 360 Grad Aufnahme kann man ja in alle Richtungen gucken und dann sieht man auch alles, was hinter der Kamera ist. Das heißt, es muss wirklich alles in alle Richtungen perfekt sein. Für solche 360-Grad-Aufnahmen kann man unterschiedliche Kameras benutzen. Normale Action-Kameras reichen dafür nicht. Die haben nämlich meistens nur 90-Grad-Aufnahme oder sowas und das reicht nicht, um hin und her zu schwenken. Wie gesagt, wenn so eine Action-Kamera eine 180-Grad-Aufnahme hat, geht das. Oder man hat so eine besondere Action-Kamera, wie ich hier in diesem Fall, wo man wirklich auf beiden Seiten eine Linse hat und damit 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Es gibt da ganz unterschiedliche 360-Grad-Kameras. Die klassischen können allerdings alle nur monoskopisch. Wie gesagt, monoskopisch heißt, dass man nicht 3D sehen kann, dann hat man eben eine Linse auf beiden Seiten. Für stereoskopische 3D-Aufnahmen braucht man ganz schön besondere Kameras. Was man dann natürlich noch sich überlegen sollte, ist, ob man das Ganze statisch haben möchte, so wie ich das jetzt aufgebaut habe, auf ein Stativ. Dann kann man sich bewegen, dann bleibt die Kamera allerdings starr. Man kann sich aber natürlich auch bei 360 Grad bewegen. Allerdings sollte man darauf achten, dass man sich nicht zu sehr bewegt, beziehungsweise vor allem die Kamera nicht dreht, weil sich dann der Horizont verschiebt und dann könnte einem unter Umständen als Zuschauer ein wenig schlecht werden. Tatsächlich gibt es mit 360-Grad-Kameras auch verschiedene Optionen, wie man damit Aufnahmen machen kann. Man muss die ganzen nicht, wie wir das jetzt machen, als 360-Grad-Videos auf YouTube hochladen. Das ist natürlich eine Option und eine total sinnvolle Option. Man kann die aber auch benutzen, um ganz normale, in Anführungsstrichen, Videos machen und um zum Beispiel jemanden nachzuverfolgen, der sich um die Kamera dreht und in verschiedene Richtungen geht. Man hat dann natürlich alle Möglichkeiten in 360 Grad oder einfach so zu schwenken im Raum. Man kann aber natürlich auch lustige Effekte machen, die man so von 360 Grad kennt, wie zum Beispiel den Tiny Planet Effekt, der dann häufig ganz lustig aussieht. Also man hat auch verschiedene Möglichkeiten, mit so einer 360 Grad Aufnahme noch andere Dinge zu tun, als einfach nur in Anführungsstrichen 360 Grad Videos dann auch später auf YouTube hochzuladen. Das ist jetzt aber das Ziel von unserem Video. Das heißt, wir haben jetzt mal erstmal genug Aufnahmen gemacht. Ich habe ungefähr erklärt, worauf man achten sollte bei den Aufnahmen. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wie man die dann auch wirklich vorbereitet, um sie auf YouTube hochzuladen. Wir haben jetzt also unsere Aufnahme gemacht und wollen das Ganze jetzt natürlich schneiden. Und dafür bin ich jetzt mal hier in Premiere. Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Programme, mit denen man das Ganze schneiden könnte. Ganz viele verschiedene Kameras, überall funktioniert es ein bisschen anders. Ich möchte dir jetzt hier einfach mal den Workflow zeigen und du kannst das dann für dein entsprechendes System umsetzen, wenn du ein anderes Schnittprogramm hast und so weiter. Es gibt viele normale, klassische Schnittprogramme, die nicht auf 360 Grad ausgelegt sind. In Premiere hat man zum Glück hier einiges an Optionen, das geht aber nicht überall. Viele
Hersteller von 360-Grad-Kameras bieten da aber auch passende Software an. Also schau mal, ob deine Kamera vielleicht sogar eine Software mitliefert, wenn du nicht zum Beispiel Premiere oder eines der anderen Schnittprogramme hast, die sehr gut sind für 360-Grad-Video. Ich öffne jetzt hier also mal das Video und wir sehen hier schon, hier ist das 360-Grad-Video. Und hier sieht man schon ein bisschen, wie das Ganze aussieht. Im Endeffekt ist das Ganze ja eine Kugel, die der auf ein flaches Video projiziert hat. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei einer Weltkarte, wo der ja auch, wo man ja eine Kugel hat, die Welt, und das Ganze ist auf eine Weltkarte projiziert. Und ähnlich wie bei einer Weltkarte ist es auch so, dass alles, was in der Mitte ist, relativ klein ist im Verhältnis dazu, wie groß Sachen werden, wenn sie hier sehr, sehr weit unten sind und wie verzerrt die Sachen werden. Das ist aber ganz normal. Am Ende des Tages, und das ist hier sehr schön, in Premiere kann man sich auch mal anzeigen lassen, wie das Ganze dann später aussieht. Und wenn man sich das dann hier mal anguckt, dann sieht man, das Ganze sieht ganz normal aus. Hier kann man ganz normal in alle Richtungen gucken, 360 Grad. Und auch wenn man nach unten schaut, dann ist meine Hand gar nicht mehr so riesig, dann sieht das alles sehr, sehr gut aus. Also, so funktioniert im Endeffekt dieses Format von dem Panorama. Und man sieht, ich habe jetzt auch hier nicht so einen Cut in der Mitte, obwohl ich hier und da in diesem Bild erstmal an der Seite bin. Wir nehmen uns jetzt also das Material und machen daraus mal eine neue Sequenz. Und wenn wir jetzt hier diese Sequenz haben, dann haben wir ein paar Optionen. Ich hatte dir ja gezeigt, dass man auch damit einige Späßchen machen kann mit so 360-Grad-Material, selbst wenn man nicht unbedingt das als 360-Grad-Video auch hochlädt. Das möchte ich dir jetzt zunächst einmal zeigen. Und dafür benutze ich hier ein Plugin von GoPro, was es hier für Premiere gibt. Und pack das jetzt einfach mal hier diesen Effekt drauf. Und wir sehen hier direkt schon, das sieht direkt schon viel mehr nach einem normalen Video aus. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier drehen, dann ist das Ganze doch schon viel näher an so einem klassischen Video. Wir können vielleicht noch reinzoomen und tada, jetzt haben wir eigentlich einen ziemlich normalen Vlog, nur dass wir uns theoretisch jetzt im Nachhinein auch noch in diesem Vlog drehen können. Was wir auch machen können, ist dieser Tiny World Effekt, den ich dir eben gezeigt habe. Dafür machen wir hier ein paar Einstellungen und zoomen hier raus und tada, wir haben diesen Tiny World Effekt. Dafür muss man einfach hier auf dieses erste und auf das dritte 90 Grad eingeben und schon hat man den Tiny World Effekt. Dann kann man das Ganze noch drehen und sich in die Richtung positionieren, wie man will. Man kann das Ganze auch minus 90 Grad machen und man hat den genau umgekehrten Effekt, dass man quasi außen ist und der Himmel ist die Tiny World. Auch das kann natürlich ein lustiger Effekt sein. Im Ganzen kann man auch Keyframes geben und so weiter. Das heißt, hier hat man alle möglichen Optionen, daraus ein normales Video zu machen, was aber trotzdem einen coolen Effekt hat. Ich lösche das jetzt aber hier nochmal und wir wollen ja wirklich ein 360-Grad-Video hochladen. Und um das jetzt vorzubereiten, benutze ich einen anderen Effekt und der ist von Premiere selber, und zwar diesen VR-Sphäre-Drehen-Effekt. Denn was man wissen muss, ist, das, was hier in der Mitte ist, wird später auf YouTube auch als erstes angezeigt, wenn man das Video öffnet. Und ich möchte jetzt natürlich, dass die Leute zunächst einmal auf mich gucken und sich dann umdrehen können. Deshalb nehme ich jetzt hier diesen Effekt mit dem Schwenken Y-Achse und schiebe das Video so ein bisschen, sodass ich in der Mitte bin. Dann schauen die Leute auch direkt am Anfang auf mich. Das ist immer ein ganz guter Trick, dass man am Anfang vom Video schaut, dass die Leute in die richtige Richtung gucken. Außerdem sehen wir hier, dass der Hintergrund so eine leichte S-Form hat. Hier ist es leicht höher und hier ist es leicht tiefer. Das kann man hier auch korrigieren, indem wir hier diesen Wert ein bisschen anpassen. Und jetzt sehen wir schon, das Ganze ist deutlich gerader geworden. Und das ist eigentlich immer eine wichtige Sache, dass du darauf achtest, dass der Horizont von 360 Grad Aufnahmen gerade ist. Mit diesem Kippen kann man auch noch das Ganze so ein bisschen verzerren. Hier haben wir aber keine Schwierigkeiten. Das heißt, ich bleibe jetzt hier mal bei 0, habe jetzt hier ein relativ gerades Bild und kann das eigentlich so exportieren. Eine Kleinigkeit noch, man sollte bei Premiere hingehen und einmal in die Sequenzeinstellungen gucken. Wenn man jetzt nämlich hier die Sequenzeinstellungen öffnet, sieht man hier unten VR-Eigenschaften und hier ist, wenn es ohne ist, ist VR aus. Hier kann man dann aber auch bei der Projektion eben die entsprechende Projektion anstellen und damit macht man VR an. Und hier hat man auch die Möglichkeit einzustellen, was für eine Art von VR-Video das Ganze ist. Das wird später, wenn wir es exportieren, noch wichtig, dass wir das eben einstellen. Und hier sehen wir drei Arten von VR-Video. Monoskopisch und stereoskopisch in zwei verschiedenen Art und Weisen. Ich habe das ja eben schon erklärt. Monoskopisch heißt einfach nur, dass wir ein Video haben, was nicht 3D ist. Stereoskopisch ist 3D. Und hier gibt es zwei Arten von stereoskopisch. Einmal stereoskopisch überunter und einmal stereoskopisch nebeneinander. Überunter bedeutet, wir haben ja dann zweimal eine 360-Grad-Aufnahme für stereoskopisch. Dann haben wir dieses
Bild hier quasi und dann darunter nochmal ein sehr ähnliches Bild, sodass wir dann wirklich ein rechteckiges Video haben und oben und unten jeweils ein Panorama. Das ist dieses stereoskopisch überunter und stereoskopisch nebeneinander. Dann haben wir zwei kleinere Panoramen, also wenn man das jetzt quasi so schrumpfen würde zur Hälfte, dass das nur noch so groß ist. Und dann haben wir noch ein zweites rechts daneben. Das sind im Endeffekt die zwei Optionen, die wir hier haben. So sind stereoskopisch 63 Grad Aufnahmen klassischerweise gespeichert. Ich nehme jetzt hier mal monoskopisch und hier haben wir dann noch die Option einzustellen, in wie viel Grad man sich in welche Richtungen drehen kann. Ob man sich in 360 Grad oder nur in 180 Grad drehen kann, das sollte man hier einstellen und wie viel man nach oben und unten gucken kann. Hier ist das wirklich ein komplettes Panorama, das heißt 360 Grad und 180 Grad ist korrekt und wir gehen auf OK und im Endeffekt haben wir damit alle Sequenzeinstellungen gemacht, um das Video jetzt exportieren zu können. Jetzt haben wir unser 360-Grad-Video bearbeitet. Jetzt müssen wir das natürlich exportieren, sodass wir es auf YouTube hochladen können. Hier können wir tatsächlich ein ganz normales H.264-Format benutzen. Allerdings sollten wir aufpassen, dass wir eben ein 360-Grad-Video daraus machen. Und zwar scrollen wir hier bei Premiere dafür nach ganz unten und sehen dann hier diese Einstellung VR-Video. Hier sollten wir anhaken, das Video ist VR, wieder monoskopisch, 360 Grad, 180 Grad. In die Höhe und dann haben wir wirklich ein 360-Grad-Bild. Wenn du 180 nur von der Bildaufnahmewinkel hast, dann solltest du hier natürlich 180 eingeben und so weiter. Wenn wir das eben schon bei der Sequenz eingegeben haben, sollte das hier übernommen werden. Und das war's eigentlich. Dann können wir hier schon auf Exportieren drücken und unser Video für YouTube exportieren. Der dritte Schritt ist der Upload zu YouTube und dieser Schritt ist tatsächlich sehr, sehr einfach, wenn wir jetzt unsere Voreinstellungen gemacht haben. Und zwar gehen wir einfach auf Video hochladen, wählen unser Video aus und wenn wir jetzt alle unsere Voreinstellungen von Premiere gemacht haben, dann ist das auch ganz einfach, denn im Endeffekt müssen wir hier auf YouTube nichts mehr einstellen. Also nichts mehr für das 360-Grad-Video. Wir können natürlich unsere ganz normalen Sachen einstellen, wie Titel, Beschreibung, Thumbnail und so weiter. Also hier sollten wir natürlich trotzdem noch ganz normal Dinge einstellen. Aber für das 360-Grad-Video selbst brauchen wir keine zusätzlichen Einstellungen mehr zu treffen. Das müssen wir alles vorher machen. Hier ist es ganz wichtig zu bemerken, Premiere hat das jetzt für uns gemacht. Viele Videoschnittprogramme können das nicht, haben diese 360-Grad-Funktionalität oder VR-Funktionalität nicht. Dafür gibt es extra Software, um diese Videos, die halt normale Videos sind, so umzurechnen, dass es eben diese Metadaten hat, dass YouTube das als 360-Grad-Video versteht. Ein paar dieser Programme, damit du das auch machen kannst, wenn du zum Beispiel nicht Premiere benutzt, mit Premiere ist es am bedeutend einfachsten, aber wenn du eine andere Möglichkeit hast, ein anderes Schnittprogramm, habe ich dir einige dieser Programme in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn du das einfach da durchlaufen lässt, durch diese Programme, kannst du auch aus einem normalen Video ein Video machen, was eben diese Metadaten für 360-Grad-Video Videos hat. Wir klicken uns jetzt also einfach mal hier durch, sagen weiter, 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 alles gut. Wir laden das Video jetzt erstmal einfach nur zu Testzwecken privat auf diesen Kanal hoch, speichern das Ganze und das war's im Endeffekt auch schon. Der lädt uns jetzt das Video fertig hoch und sobald es hochgeladen ist, bin ich wieder da. Und unser Video ist online und schauen wir uns es doch einfach jetzt mal an. Und man sieht jetzt hier direkt schon, das Video guckt in die richtige Richtung, so wie wir es eingestellt haben. Man scheint hier wirklich ein 360-Grad-Panorama zu haben und anscheinend auch daran hier oben kann man sehen, das Ganze ist 360 Grad. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, können wir uns umgucken, wo ich hier langlaufe und das Ganze funktioniert wunderbar. Das 360-Grad-Video ist jetzt relativ kurz, aber das Ganze funktioniert einwandfrei, so wie wir uns das vorgestellt haben. Also um nochmal kurz zu rekapitulieren, es ist ganz wichtig, dass wir das vor dem Upload schon als 360-Grad-Video mit Metadaten eingepflegt haben. Dann passiert das Ganze auch so, funktioniert wunderbar. Wie gesagt, die anderen Programme, die du neben Premiere benutzen kannst, habe ich dir nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und noch eine zweite kleine Anmerkung. Du merkst jetzt vielleicht, das Video ist relativ schlecht aufgelöst. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt nicht nur dieses Video hochgeladen haben, was in die Richtung guckt, sondern auch alle anderen Informationen. Und da fällt direkt auf, dass die Qualität jetzt relativ schlecht ist. Das hat natürlich einfach den Grund, dass wir einen kleinen Ausschnitt nur von dem Gesamtbild sehen. Mit anderen Worten, je größer die Qualität ist von dem Video, was du auf YouTube hochlädst, desto besser. Und je mehr Komprimierung du machst, desto mehr Artefakte bekommt man hier auch und so weiter. Dadurch
dadurch kann es gut sein, dass wenn du eine relativ geringe Qualität hast, hier so ein 360-Grad-Video auf YouTube relativ schnell eine relativ schlechte Qualität hat. Im Endeffekt ist das Ganze aber kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie man am Anfang die VR-Einstellungen in seinem Videoschnittprogramm oder eben bei so einem Umrechnungsprogramm macht. Und dann kann man so ein 360-Grad-Video auch ganz einfach auf YouTube hochladen. Wir haben es geschafft. Wir haben auf YouTube ein Video veröffentlicht, was man sich in 360 Grad oder in 3D in VR eben anschauen kann. Wie man sich das ganz einfach mit simplen Mitteln wie so einem Cardboard anschauen kann, habe ich dir in diesem Video erklärt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.